Servus Leute, hier ist euer Wandertragen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mit dem Thema Bushcraft. Ich möchte heute mit diesen Gegenständen etwas bauen. Also fangen wir an. Wie ihr schon gesehen habt, der neue Holzbohrer ist da. Mit dem möchte ich heute arbeiten. Mit dem Gulterforce Beil plus Moorknife und die Gomboy Säge Bushcraft Style. Werden wir heute hier arbeiten. Holz, Totholz habe ich schon vorbereitet. Also legen wir los. Für den Holzbohrer habe ich auch ein Stück Totholz vom Boden genommen. Passt perfekt hier rein. Können wir dann so greifen und können dann so schön drehen, drehen, drehen. Ja, legen wir das mal auf Seite. Holzscheibe in der Mitte. Fangen wir an mit dem ersten Loch, legen wir los. Unser erstes Mittelloch haben wir schon. Ich habe jetzt zwei Stück nebeneinander angesetzt. Ein bisschen mit dem Moorknife noch ein bisschen ausgespart, dass wir genug Spielraum haben. Jetzt werden wir noch eins, zwei, drei Stück noch machen hier. Drei Löcher. Legen wir los. Ja, wie ihr seht, es ist schon sehr anstrengend. Massives Holz habe ich ausgewählt mit einer Dicke bestimmt von guten 9, fast teilweise 10 cm. Aber ja, fürs Bushcraft soll es schon stabil sein. Also, jetzt haben wir die drei Löcher. In der Mitte haben wir auch noch unser Langloch. Also mal flexibel, können wir jederzeit noch ein bisschen ausbessern und dann machen wir weiter mit unserem Totholz und dann bearbeiten wir das alles hier anzubauen. Weiter geht's. Im nächsten Schritt markiere ich mir hier an meinem Holz die Dicke von der Scheibe. Werde ich das Ganze jetzt verjüngen und dann hier einbauen. Ja, legen wir los. Jetzt habe ich hier das Holz etwas verjüngt. Jetzt zeige ich euch mal. Ich schiebe es jetzt hier durch. Ja, sehr geil. So lasse ich es jetzt für den ersten Step. Lasse ich das oben jetzt hier rausschauen. Und dann holen wir uns diese Höhe. Und das Ganze jetzt noch einmal, zweimal, dreimal. Die Scheibe habe ich euch schon gezeigt, dreimal die Löcher plus das Langloch. Jetzt habe ich hier die drei Standbeine, die habe ich jetzt vorbereitet, ein bisschen verjüngt und jetzt bauen wir das Ganze mal zusammen. Im ersten Step fangen wir mit dem Äußeren hier an.
lasse ich hier etwas rausschauen. Dann der zweite geht auch hier gut rein. Kann ich alles jetzt hier immer noch etwas drehen und vermitteln. Die zwei Beine, die habe ich jetzt schon eingefügt. Jetzt kommt die Nummer 3, bisschen vermitteln. Ja, sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Wie gesagt, ich arbeite mit Totholz. Das ist dann nicht alles immer gerade. Jetzt gehen wir hier noch ein bisschen Druck drauf. So, ein bisschen vermitteln. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ja, sieht auch schon ganz gechillt aus. Das passt soweit. Gehen wir noch ein, zwei Schräge. Sehr geil. Oberhalb, der Überstand, werde ich oben absägen. Ich möchte das oben schön dezent und glatt haben. Sieht einfach besser aus. Ja, sehr geil. Das sieht doch schon richtig gut aus. Jetzt hier auf der Seite auch noch. Schön langsam. Probier es von der Seite. So flach wie möglich übers Holz gleiten die Säge. Noch mal im Wald unterwegs und habe mir jetzt noch mal Totholz genommen und es geht jetzt hier um die, eigentlich möchte ich eine richtige Einzo haben, aber wie gesagt, ich sehe jetzt nichts hier am frischen Baum ab, habe ich keinen Bock drauf. Ich hole mir jetzt das da. Das hat ja jetzt hier eine leichte Biegung nach oben, das reicht mir völlig aus. Werde das jetzt hier noch reduzieren, ablängen auf den, sagen wir mal, auf den Turm hier. Und ja, legen wir los. So, jetzt mal ein Stück abgesägt. Und jetzt schauen wir einfach mal, wenn wir das hier durchbringen, ob das schon so weit so passt. Ja, wie man sieht, müssen wir jetzt hier noch die Ästen müssen wir noch ein bisschen entfernen, dass wir hier schön variieren können. Unser Topfhalter für gleich variable Höhe haben wir jetzt soweit fertig. Bauen wir jetzt hier ein. Ja, sehr geil. Standbeine passen alles, sehr gut. Jetzt geht das Ganze so. Ich möchte hier jetzt den Topf hier so anbringen. Und dann soll das Stufen sein, wo man hier dann einstellen kann. Das wäre zum Beispiel die erste Stufe. Dann zweite Stufe, dritte Stufe. Bis oben hin, wenn das Feuer etwas größer sein sollte. 1, 2 und 3. Schön verstellbar. Und dafür werde ich jetzt oben einkerben und dann das Ganze kontern. Und das zeige ich euch dann im nächsten Schritt. Ja, die Einkerbungen habe ich jetzt gemacht. Also schräg von unten hoch, oben gerade rein. Dass wir hier eine Kante haben, dass das schön hängen bleibt. Ich zeige es euch mal. Hier einmal einfügen. Dann holen wir unseren Topf. Den hängen wir hier auf und dann habe ich hier noch ein kleines Konterstück gemacht für die Abkantung. Ich gehe jetzt mal in die tiefste Stufe. Hier wäre dann das Feuer. Feuer mache ich natürlich jetzt keins. Es geht jetzt hier rein nur um dieses Bauwerk, dieses Bushcraft Bauwerk für eine Feuerstelle. Ja, hier oben habe ich die erste Stufe, wie gesagt, schon gekontert. Jetzt kann ich dann variieren, wenn das Feuer etwas größer wäre. Zweite Stufe. Und dann sage ich einfach mal den Topf aushängen lassen. So soll das Ganze aussehen. Finde ich eigentlich ganz cool. Ist ein bisschen Arbeit. Ich habe eine extrem stabile Platte genommen. Aber finde ich richtig geil, wenn das Ganze ein bisschen massiv ist. Die Beine sind schön alles nach außen gespreizt. Wie gesagt,
Der Winkel könnte noch schräger sein, aber ich arbeite mit Totholz. Mir reicht das so auf jeden Fall. Also erste Stufe, zweite Stufe, zack, einfach einhängen, hoch, einhängen, sehr geil. Ja Leute, das war heute das Video und was habe ich heute alles dabei gehabt, das zeige ich euch jetzt. Ja, alles was ich dabei hatte, war das Hulterforce, das kleine Arbeitsbeil, die Gomboy Silky, die Bushcraft Variante. Dann habe ich hier meinen Bushcraft Trill Bohrer dabei und natürlich wie immer meinen Mora Kneif. Ja Leute, das war das Video vom Wanderdrang. Heute wieder Thema, wir bauen etwas. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Bis dann, euer Wanderdrang.